So, hi liebe Shisha-Raucher da draußen. Mal wieder für euch da. Schon eine lange Zeit her für uns, dass wir das letzte Video zusammen gedreht haben. Es gibt was Neues und zwar das hier. Das ist Chaos Tabak und zwar The Red. Genau. Kommen wir zur Verpackung. Hör mal auf, genau zu sagen, sonst machen wir ein Trinkspiel aus unserem Kanal. Genau. es ist dieselbe Verpackung wie Fumari. Finde ich persönlich nicht sehr geil, weil das Teil sabbert einfach die ganze Zeit raus und es verschließt nicht mehr richtig, wenn mal Tabak drin ist im Verschluss. Ist ein bisschen blöd. Von mir kriegt die Verpackung keinen Daumen. Dennis. Da geht noch was. Kein Daumen. Kein Daumen, okay. Ja, kommen wir weiter. Also es ist die 100 Gramm Verpackung. Ich weiß nicht, ob es größere gibt. Werde ich jetzt überfahren gleich. Ah, da schmeckt noch. Ja. Also es ist ein Gemisch aus sehr fein und mittel bis grob. Finde ich auch nicht sehr cool. Er ist wirklich nicht sehr konstant, sondern mehr so, er hat was von allem. Ja, es ist wirklich, wirklich. Es hat so große Blätter drin und ganz kleine, die man kaum sehen kann. Ich zeige euch das euch mal hier kurz. So, ist der Autofokus drin? Arschloch, zeige ich nicht. Ja. Vielleicht habt ihr es gesehen, vielleicht auch nicht. Ja. Der Schnitt ist in meinen Augen nicht so geil für eine Shisha. Haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, dass der Tabak entweder viel zu grob oder viel zu fein war. Die feinen Blättchen fallen beim Tonkopf durch die Löcher durch. Die groben verstopfen die Löcher. Ja. Ja, ich finde es einfach nicht gut, weil er nicht konstant ist. Finden wir nicht ideal. Also mir kriegt der Schnitt einen Daumen. Von mir keinen. Okay. Kommen wir zum Geruch. Wir sagen euch jetzt noch nicht, was drin ist oder nach was schmecken soll. Aber er riecht würzig. Auch ein bisschen intensiv nach dem, was er eigentlich schmecken soll, zumindest nach der Hälfte davon, finde ich. Ja, also man schmeckt das eigentlich sehr raus. Ja, also mir kommt beim Geruch irgendwie Kilby oder die Oktoberfest, Herbstfest, Herbstkarneval oder wie man das halt dann auch in Deutschland nennt, Herbstfest oder Wintersonnenwendenfest oder. Ich glaube, das heißt Oktoberfest. Okay, in München sicher heißt es Oktoberfest. Ja, es hat was von diesen kleinen viereckigen Dingen, die man im so ein Säckchen kaufen kann. Ja, aber es hat auch etwas. Würziges dran, irgendwie so ein bisschen nach Wintergewürze, Herbstgewürze, so. Ja, von mir bekommt der Tabak vom Geruch her vom zwei Geruch Daumen. Vom Geruch her bekommt er auch zwei Daumen von mir. Ist wirklich geil. Ja, jetzt kommen wir mit der Beschreibung. Also, das Ganze haben wir von shisha-king.ca erhalten. Ja, Dankeschön an Matthias. Genau, ist ein Probebeutel. Oh, jetzt hab ich's gesagt. Die Packung 100 Gramm, glaube ich. Keine Ahnung, das stimmt. Sieht so aus, ja. Ja, stimmt. Packung auch 100 Gramm, kostet 23,90 Franken, also ein neuer Steuersatz, glaube ich. Ja, ist aber noch sehr angemessen. Ist günstig. Günstig für. Überlegen. Was hast du früher? Früher hast du für ein 100 Gramm Fumari hast du 50 Franken. 15 Franken bezahlt. 15, genau. Jetzt zahlst du 23 für die. Also relativ günstig. Die relativ günstig. Scheißkirche! Weil für ein Fumari zahlst du jetzt 30 Franken knapp, ja. 29,90 glaube ich. Ja, also fangen wir an. Chaos the Riddle. Wir lieben Karamell und Vanille. Du auch? Dann mach dich bereit für den Riddle. Der süße und intensive Geschmack zeichnet sich durch seine cremige Note aus und sorgt garantiert für ein unvergessliches Geschmackserlebnis. Damit hatte ich vorhin schon Probleme. The Riddle ist ein Muss für jedes echte Schleckmaul. Einfach lecker.
Chaos-Tabak, The Riddle, wird in einem praktischen 100-Gramm-Beutel geliefert, welcher den Tabak vor dem Austrocknen schützt. Ja, also ich habe den Tabak jetzt seit circa 3 Wochen, so wie ihr ihn vorhin gesehen habt, geöffnet. Und also er ist nicht ausgetrocknet. Der Verschluss ist trotzdem nicht geil. Nein, der Verschluss ist überhaupt nicht geil. Dazu zu sagen, es ist einfach ein Probebeutel für uns, von dem wurde schon geraucht, wegen dem hat es auch nur so wenig drin. Wir rauchen den wirklich zusammen hier jetzt zum ersten Mal. Das erste Mal. Er raucht ihn zum ersten Mal, ich rauche ihn zum ersten Mal. Ja, was sagen wir zum Geschmack? Ja, also zuerst mal zu der Beschreibung. Ich finde, die Beschreibung hat was. Also, sie ist nicht ganz. Ja, doch, sie ist korrekt. Ich finde den Tabak nicht so süß, wie er angepriesen wurde. Ja, das ist er definitiv nicht. So, wenn man ihn mit einem King's Candy vergleicht, zum Beispiel, der auch Süßigkeiten darstellen kann, die er der Apfel darstellen sollte, ist wirklich nicht so süß. Das ist geil. Also, ich finde es ab und zu mal cool oder mal angenehm, wenn mal ein Tabak dabei ist, der nicht so süß ist wie die meisten Sorten. Mhm. Und der hier hat wirklich was mit dem Karamell und dem sehr leichten Vanille-Geschmack im Hintergrund. Finde ich sehr geil. Ja, und vor allem auch, es kommt dann irgendwie nicht so. Es ist mal eine Abwechslung. Es ist mal eine Abwechslung zu Mint, Fresh Mint oder Fruchtgeschmäckern. Ja. Also von mir bekommt der Geschmack 2 Daumen. Mir ebenfalls. Super. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht gleichzeitig an der Shisha ziehen und einer von uns redet, sonst geht das Video ewig. Genau. Was noch? Rauchentwicklung. Rauchentwicklung, genau. Ja, beim Anrauchen war sie super. Also nach dem Anrauchen war sie voll geil. Jetzt hat es ein bisschen nachgelassen, aber finde ich immer noch okay eigentlich. Gut, wir rauchen mit Hotshot und das auch schon seit 20 Minuten, also von dem her. Ja, 15 Minuten. 15 Minuten. Ja. Tut's weit. Stimmt, ja. Der Kopf ist jetzt dann langsam schnell mal wieder durch. Aber ich würde sagen, die Rauchentwicklung ist super. Die Rauchentwicklung ist gut. Ja, gut, also gut. Sie ist wirklich gut, man kann darüber nicht meckern. Sie könnte besser sein. Kann mit einem anderen Setup auch sicherlich besser erzielt werden. Gibt's hier auch nichts zu meckern. Also. Dem kann ich so bestätigen. 2 Daumen. Auch 2 Daumen. Super. Ja, ich würde sagen, wir kommen gleich zum Fazit. Dennis, was meinst du? Also von meiner Seite her, der Tabak schmeckt mir. Er schmeckt mir wirklich. Er ist nicht zu süß, er ist nicht zu drückend. Und wie ich schon gesagt habe, es ist was Neues, was ein bisschen anderes, was eine Abwechslung zu Fruchttabak und so weiter bietet. Und es ist nicht so wie so ein ekelhafter Macchiato-Tabak oder ein Weißwurst-Tabak oder ein Speck-Tabak. Ja, genau. Also ich bin derselben Meinung wie Dennis. Ich finde die Mischung sehr geil. Der Geschmack ist super, wirklich. Die schmeckt mir sehr. Ist dem mal was anderes. Es ist nicht süß. Es ist nicht wie ein Cappuccino-Tabak übertriebenst schlimm nach Cappuccino, sondern es ist wirklich geil Karamell mit Vanille. Ja, von mir eine ganz klare Kaufempfehlung. Dennis, was gibt's von dir? Geil Karamell mit wenig Vanille, aber von mir gibt es auch eine Kaufempfehlung für die, die etwas Neues probieren wollen oder für die, die mal etwas anderes probieren wollen oder einfach nur eine Abwechslung wollen. Für solche ist es ganz geil. Lohnt sich sicherlich. Also, von dem her, ich wünsche euch eine schöne Woche, man sieht sich in einem nächsten Video und bis dann. Yeah.